Herbert Fuchs, bitte. Auf ihn folgt der ehemalige Staatssekretär im Finanzministerium, Hubert Fuchs von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Finanzminister, ich spreche zum Covid-19-Förderungsprüfungsgesetz. Das Covid-19-Förderungsprüfungsgesetz sieht vor, dass die Prüfung der Covid-19-Förderungen, man glaubt es kaum, die Finanzämter zuständig sind. Also jene Behörde, die die Regierungsparteien von der Abwicklung der Hilfsmaßnahmen bis dato ausgeschlossen haben. Kollege Kopf, auch Generalsekretär der Wirtschaftskammer, meinte im ZIP2-Interview am 20.04.2020, dass es die Argumentation des Finanzministeriums war, dass die Finanzämter diese Förderungen nicht hätten abwickeln können. Der Finanzminister hat das Gott sei Dank im Budgetausschuss dementiert. Und dennoch beauftragt man nun die Finanzämter mit der Prüfung. Ist das nicht eigenartig? Und wie sich die Regierungsparteien die Prüftätigkeit der Finanzämter vorstellen, ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Fehler der Wirtschaftskammer und der Agrarmarkt Austria dürfen die Finanzämter nicht selbst korrigieren, weil die Finanzämter bei der Prüfung lediglich als Gutachter fungieren. Die Finanzämter dürfen der Wirtschaftskammer und der AMA lediglich einen Bericht schicken und die Wirtschaftskammer und die AMA entscheiden dann selbst, wie man mit den festgestellten Fehlern umgeht. Frecher geht's wohl nicht mehr. Die Wirtschaftskammer entscheidet quasi selbst, welche Konsequenzen sie aus den eigenen Fehlern zieht. Und jetzt darf man nicht vergessen, die Wirtschaftskammer ist ja die gesetzliche Interessensvertretung der Unternehmer. Und da bin ich schon gespannt, wie objektiv da die Wirtschaftskammer letzten Endes agieren wird. Hier hat sich wohl niemand von den Regierungsparteien die Frage gestellt, ob so eine Konstruktion überhaupt vereinbar ist. Daher braucht es auch einen parlamentarischen Covid-19-Unterausschuss, der mit den entsprechenden Kontrollrechten ausgestattet ist. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaftskammer und die Unternehmer letzten Endes selbst kontrollieren. Bei diesem eigenartigen Rechtsverständnis der Regierungsparteien werden wahrscheinlich diese noch beschließen, dass die Finanzämter zukünftig bei Betriebsprüfungen auch nur mehr als Gutachter fungieren und die Wirtschaftskammer als Interessensvertretung der Unternehmer dann letzten Endes entscheiden, ob die Unternehmer überhaupt Steuern nachzahlen müssen. Das ist wohl die neue Normalität, von der diese Bundesregierung immer träumt. Paragraph 15 dieses Bundesgesetzes sieht vor, dass der Finanzminister bis zum 30.06. des Folgejahres einen Jahresbericht über die erfolgten Prüfungen auf der BMF-Homepage veröffentlichen muss. Von einer Einbindung des Nationalrates halten die Regierungsparteien hier gar nichts. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir hier einen Covid-19-Unterausschuss brauchen, wo diese Jahresberichte dann letzten Endes auch zu diskutieren sind. Hier geht es um das Steuergeld der Österreicher und da hat Transparenz und Kontrolle noch nie geschadet. Im Übrigen darf ich Bezug nehmen auf einen Entschließungsantrag des Abgeordneten Klubobmann Kickl, Fuchs und weiterer Abgeordneter betreffend echte Hilfe für Österreich. Er wurde bereits eingebracht und wird hoffentlich gerade oder bald im Plenum verteilt. Die Maßnahmen der Bundesregierung im Zuge der Corona-Krise haben zu einer historischen Wirtschaftskrise geführt. Mehr
als 1,7 Millionen Menschen haben ihre Arbeit verloren bzw. sind in Kurzarbeit. Zigtausende Wirtschaftstreibende haben ebenfalls ihre Einkommensgrundlage verloren. Und dieser Entschließungsantrag beinhaltet folgende Maßnahmen, die ich beispielhaft aufzählen möchte. Voller Entschädigungsanspruch für alle Betriebe, die durch das Betretungsverbot betroffen sind, in jener Höhe, den diese erhalten hätten, wenn ihr Betrieb auf Grundlage des Epidemiegesetzes geschlossen worden wäre. Abwicklung sämtlicher Maßnahmen über die Finanzämter, Spesen- und zinsenfreie Stundung von bis zu 12 Kreditraten und Leasingraten, formlose Spesen- und zinsenlose Überbrückungskredite zur Deckung von Liquiditätslücken, Umsetzung eines Kommunalinvestitions- und Regionalwirtschaftspakets, steuerliche Erleichterungen für Tourismus- und Gastronomiebetriebe und Ausgabe von Österreich-Gutscheinen, den Österreich-Tausender für jeden österreichischen Staatsbürger. Klubobmann Kickl hat heute einen entsprechenden Antrag bereits eingebracht. Vielen herzlichen Dank. Robert Fuchs von der FPÖ und als Nächste am Entschließungsantrag jetzt eingebracht, haben ihn auch in den Grundzügen erläutert, daher steht er auch mit in Verhandlung.